Uwe Bindel ist eben ein Verrückter. Er ist völlig wahnsinnig, schon seit ewigen Zeiten. Ja, völlig wahnsinnig. Völlig wahnsinnig. Es gibt Fans, es gibt Superfans und Uwe ist der Superfan. Uwe Bindel ist der größte Anhänger des FC Bayern. Das ist sein Leben, sein komplettes Leben. Es gibt nicht viele Frauen, die das so mitmachen, seine Leidenschaft so zu unterstützen. Hat man dementsprechend unser 20-jährigen Hochzeitstag. Also ich habe meine Frau zum 20-jährigen versprochen, dass wir in Richtung Ostsee fahren. Aber ich habe dann leider die andere Richtung eingeschlagen, habe so Richtung Süd runter, weil ja Bayern wieder gespielt hat, Champions League. Also sie hat schon was erlebt. Das ist hier so mein Bayern-München-Zimmer, wo ich Jahre schon sammel. Das ist mein allererstes Spiel von Bayern. Da war ich selber 79 mit 16. Und das war sehr schwer, gerade in Ostzeiten mit Westverein Kontakt aufzunehmen. Ich komme nicht aus München, sondern Ost-Berlin hier. Berlin, früher war der andere Altenstadt. Hier ist jetzt die Stasi-Zentrale. Das war sehr beängstigend mit Grenzsoldaten, die halt bewacht haben. Bayern hat für mich dann auch so Freiheit symbolisiert, klar. Dass Freiheit hat, ob wir von geträumt haben. Da ist mein Idol Lothar Matthäus. Habe ich 83 in Ungarn beim Training mal die Schuhe gekriegt. Aber er war so perplex, was ist denn jetzt los? Ich sage, Lothar, ich liebe dich. Und damit war man schon irgendwo ein Regimekritiker. Wenn dann Bayern München irgendwo in Ostblock gespielt hat, dann durfte ich Land Berlin nicht verlassen. Ja, da hatte ich Tränen in den Augen, das war auch schon ein bisschen hart. Los geht's! Suarez, feiner Ball, Suarez, Neymar! 1:2, kontert Barcelona. Wie hast du das Spiel nicht gesehen? Und Barcelona ist, die haben die besten Argentinier, die besten Uruguayer und die besten Brasilianer. Das sind drei super Weltstars. Hallo Uwe. Oh mein Gott. Alter, ich sterbe. Hör mal zu. Du bist lange ist her, oder? Lothar Matthäus. Ich glaub das nicht. Die Füße. Ja, ich glaub das nicht. Weißt du das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben? Oh, in Ungarn. 83. 83? Genau. 32 Jahre, ja? Ja? Ist das jetzt echt? Ich glaub das doch ehrlich. Oh, ja. Ich muss das trotzdem mal. Hör mal zu, was du hier alles riskiert hast in deinem Leben. Und das Heidenrespekt. Ich weiß ja, dass du ein großer Bayern-München-Fan bist. Ja. Aber wer hätte das vor über 30 Jahren gedacht, dass mal ein Champions-League-Spiel in Berlin stattfinden kann? Ja, da hätte ich von geträumt, dass man da noch dran teilnehmen kann. Ja, aber weißt du was? Ich habe zwei Tickets für dich. Mit Mastercard organisieren wir die Tickets. Barcelona und Juventus Turin ist ein schönes Finale hier in Berlin. Oh, danke, wäre es fast schön mit Bayern, aber trotzdem vielen Dank. Oder? Es gebührt hier noch jemand Respekt. Frau Bindel, wahrscheinlich haben Sie so viele Kompromisse. Ein kleiner Blumenstrauß. Darf ich als Dankeschön. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe hier einen wunderschönen Urlaub. Das ist Ihr Kuvert. Und Sie entscheiden, wohin im Urlaub und wer mit Ihnen in Urlaub fährt. Bitte. Oh.